Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Asreiter und wir haben eine Folge Oxygen Not Included. Die Nummer 11 ist es. Und Apotheke war ein Ding, das wollte man machen, damit Ellie ihr Antiallergikum kriegt, sozusagen, wegen dem Heuschnupfen. Letztes Mal hatte ich hier den Kübel da freigemacht, der rechts bei der Latrine ist. Den sollten wir doch wieder einpflanzen, habe ich gedacht, weil wir können ja mal gucken, wie viel Deko-Wert das gibt, ob die Umgebung da vielleicht doch noch schick aussieht. Okay, dann würde ich sagen, wir schauen gleich weiter nach dem Intro. Ja, da sind wir drin. Wir wollten gucken, dass wir hier einmal nach der Deko gerade schauen. Okay, da ist es rot. Wenn ich jetzt hier in den Kübel die Strauchsamen einpflanze, dann wird es vielleicht nicht ganz so rot sein, ne? Vielleicht ist es sogar grün, ich weiß es nicht. Er pflanzt es ein, dann sehen wir es live, oder? Ja, das hat doch ganz schön was gebracht, dachte ich erst. Aber jetzt ist es schon wieder... jetzt... Also man sieht hier diese grünen Flecken, die waren vorher alle nicht da, ne? Also es ist doch schon sinnig, den Blumentopf da bepflanzt zu lassen, ne? Gut, Apotheke sollte hier stehen, steht auch dort, braucht Strom. Okay, dann müssen wir uns um Strom kümmern. Strom sollte hier unten ja immer noch... Entschuldigung. Unten sollte immer noch ein Generator hin, ne? Haben wir da überhaupt schon einen? Ne, Strom. Nee, da sind wir noch gar nicht so weit. Was macht die Forschung? Strom, Flüssigkeit, Medizin, Kolonie, Freischauf, Strom. Ah, wir machen gerade die Batterie, okay. Wo war der Generator? Naja, ne? Wenn wir jetzt mal wüssten, wo der Generator ist. Habe ich jetzt voll übersehen oder was? Oder gucke ich schon so weit rechts? Hier ist der Malma. Doch, der ist doch schon da. Generator geht also. Okay. Das bedeutet. Nee. Doch, da oben ist er. Ist mir gar nicht so aufgefallen. So, hier würde ich jetzt den Generator hinschmeißen, richtig? Oder doch da drunter. Was macht denn die Temperatur hier erstmal? Ist sowieso heiß. Also egal, oder? Ich würde ihn mal hier hinsetzen jetzt. Zack. Das ist die Idee, glaube ich, oder? Geht hier nicht weiter, weil wir da abgebrochen haben. Und Prio hier sollten wir mal gerade auf 7 setzen, damit das da mal gebaut wird. Achso, ja, vielleicht sollten wir die Prio 7 hier komplett da setzen, damit das wirklich gebaut wird. Gut, Strom hier. Ja, keine Stromverkabelung und Vitaminpillen. Immunsystemverstärker. Eine starke Ergänzung der Einnahme und der Chance an einer kleinbasierten Krankheit zu erkranken deutlich reduziert. Ne, das ist es nicht. Allergie, da ist es. Ein starkes Antihistaminikum, das Duplikanten nehmen können, um eine allergische Reaktion zu stoppen. Allergie-Medikamente verhindern auch, dass für kurze Zeit nach der Einnahme weitere Reaktionen auftreten. Okay, dafür ist das wichtig. Gut. Fingerhutschilf, Samen, okay. Aufräumen 5. Müssen wir noch woanders aufräumen, so ein bisschen. Hier sieht es überall erstmal gut aus. Hier können wir noch aufräumen und natürlich können wir dann da auch aufräumen. Da brauchen wir noch nicht aufräumen. Okay, hier haben wir schon mal was weitergebaut. Wasser ist tiefer gekommen. Ja, hier ist ja auch noch aufzuräumen. Da ist auch noch aufzuräumen. Und da natürlich auch. Lasse da auch mal aufräumen. Okay, da läuft's. Hier läuft's noch nicht. Was ist hier verkehrt? Ziegel fehlen hier oben, ne? Tür müsste da auch noch rein. Da muss hier hinter noch gegraben werden. Und die Pumpe muss eins tiefer eigentlich.
Machen wir auch. So, das ist schon mal fertig. Wenn das fertig ist, kann auch eine Leiter hin. Beziehungsweise die Leiter kann weiter runtergesetzt werden. Passt erstmal. Ren macht da weiter. Wasser wird geholt. Da sind wir auch trockenen Fußes schon mal hin. Das ist ja auch schon mal gut, ne? Ach so, da haben wir hier so gegraben. Okay. Ja, wenn wir das weggraben, klappt es mit dem Wasser auch, ne, oder? Wahrscheinlich ist es dann hier. Müssen wir gucken. Essen. Essen ist noch ein Problem, oder? 600 Kalorien ist ein bisschen wenig. Vielleicht kriegen wir hier jetzt was. Salzwasser gibt es da. Hm. Ja, Essen ist schon knapp und deswegen ist ein Duplikant eigentlich nicht gut. Aber wir gucken es uns trotzdem an. Das Negative stört nicht. Keimresistenz gesenkt ist jetzt nicht gerade. Kann Eingabe nicht durchführen, wäre auch egal. Nahrungsmoralbonus erhöht. Geschrumpfte Geschmacksnerven. Athletik erhöht. 7 in Maschinen. Medizin, Stärke und Maschinen, ja, 1. Mehr Tragfähigkeit und 25% Aufräumgeschwindigkeit. Hier ist auch nicht schlecht, ne? Catalina. Catalina wird von allen für ihre scheinbar unermüdliche Arbeitsathletik, Arbeitsethik bewundert. Die Leute wissen nicht, dass sie ärmlich stirbt. Okay. Fressattacken ist sowieso doof. Erbrechen kann man mit leben. Und Salzwasser? 2 Tonnen. Brauchen wir jetzt nicht wirklich, ne? Komm, wir nehmen Catalina. Auch wenn es hart ist wegen Essen, ne? Und Catalina kann gleich eine Stufe steigen. Catalina verbessertes Basteln bedienen. Medizinisch verbessertes Aufräumen. Ja, wir machen erstmal hier verbessertes Aufräumen. Dafür kriegt sie eine Cappy auf. Und dann haben wir einen Hausmeister sozusagen. Gut. Das ist schon mal nicht schlecht. So, dafür müssen wir jetzt gucken, dass wir hier... Aber machen wir ja gerade schon, ne? Wir sollten jetzt hier mal graben. Damit wir hier noch ein bisschen Dingens, sag schon, Farmen hinbauen können. Kann ich die Farm auch direkt setzen? Ich kann die Farm auch direkt setzen, ohne zu graben. Alles klar. Gut. Vielleicht sollten wir hier die Prio mal steigern. Das war hier. Das ist ja schon 6. Vorankommen mit der Farm. Kann man denn hier pflanzen? Ja, kann man pflanzen. Haben wir aber nicht, ne? Irgendwie hört sich das hier unten an, als ob wir hier irgendwo ein Dingens haben. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, ein Vesuv, ne? Herde. Irgendwo muss doch hier ein Schlot sein, oder? Das hört sich ganz danach an. Ist er hier? Phosphorit, ne? Machen wir Temperatur, dann kann man das immer erkennen, oder? Hier ist nichts, da ist was. Hier oben ist was auf jeden Fall. Oder? Vielleicht auch nicht. Sieht jetzt nicht so aus, ne? Materialien-Overlay, kann man das erkennen, ne? Also klar kann man das erkennen, ne? Neutronium, also da. Das sieht so aus. Ist nochmal irgendwo Neutronium zu sehen? Nicht so wirklich, oder? Hier sind wir ja schon. Nee.
denke, wir sollten also zusehen, dass wir da oben mal schauen, was da steht. Wo war das jetzt? Hier, ne? Ja. Ja, nee, doch, graben wir schon richtig. Wir buddeln uns mal hier so lang und bauen da eine Leiter hin. Hat wieder gut geklappt, ne? Na toll. wir sind mit der Leiter schon bis da. Komm, dann lass uns gerade gucken, wo die Etagen sind. Die Leiter schnell weg. Vier. Vier, das bedeutet, hier geht's so rüber. Das bedeutet, das kann weg. Und dann da noch ein Podest hin. Und die Leiter muss hier noch drei Felder mehr haben. Und da auch. Und hier ist es erstmal gestoppt. So geht's, oder? Und da können wir nicht graben. Naja, ist aber erstmal egal. Dann macht das mal da graben abbrechen und wir kommen ja trotzdem hin. Obsidian können wir nicht, aber wir sehen vielleicht. Vielleicht kriegen wir damit, was der Sache ist. Ja, Vorteil dafür, vorher zu gucken. Naja, wir werden sehen, was da ist. Okay, Toilette wird gereinigt, Essen wird geholt. Was haben wir? 600 Kilokalorien, das ist nicht viel. Hier werden aber schon Dingens gemacht. Pflanzen wir. Einstellung übertragen. Dahin. Ach, hier. Ja doch, lass es erst dahin pflanzen, ist egal. Okay, da gibt es keinen Sauerstoff. Kriegen wir aber gleich hin. Na komm, Catalina macht das schon. Naja, oder auch nicht. Prioritäten mit Pflanzen machen wir hier mal höher, ne? Das hat ja so keinen Sinn. Da wird gereinigt. So, wo geht's weiter? Hier geht's weiter. Eigentlich könnte man hier weiter runterbauen, tun sie aber nicht. Wir bauen lieber hoch, oder wie sehe ich das, ne? Catalina geht hier rüber. Okay, da ist eine Pflanze, die wir vielleicht mal entwurzeln sollten. Vielleicht sollte man die auch mal erstmal. Wo ist die Sichel? Da gibt es keine Priorität an der Sichel, ne? Okay, und hier sind Dornblüten. Entwurzeln. Entwurzeln. Dann können wir die auch entwurzeln, auch wenn sie reif ist. Da ist Mehlholz. Ja, ich lass mal gerade erstmal. Hier wird gar nichts abgebaut. Auch sehr schön. So. Ellie ist voll dabei, was abzubauen. Das fällt alles runter ins Wasser. Wird gammelig wahrscheinlich, ne? Okay, Strom für die Apotheke. Kabel geht da lang. Und hier soll es dann die Batterien geben. Wenn ich die da einstelle, kriege ich zwei hin. Ich weiß aber nicht, ich will auf jeden Fall die intelligenten Batterien natürlich dahin setzen. Aber naja, lass erstmal so. Schauen wir mal, wie es wird, ne? Essen 1200 Kilokalorien. Also wir haben ein bisschen dazu gekriegt, das ist schon mal nicht schlecht. Aufräumen. Geht hier auch. Passt. Hier ist schon was eingepflanzt. Hier noch nicht. Kein Mehlholz da. Super. Haben wir was anderes? Glaube nicht, oder? Doch, den Fingerhutschilf.
Sauerstoffbrauch, Temperaturen 22 bis 37 Grad und verschmutztes Wasser. Könnte man händisch alles machen. Aber könnte man auch dahin pflanzen? Da wird mit verschmutztem Wasser. Nee, oder Wasser. Könnte aber auch mit Wasser. Weiß ich jetzt nicht. Mach den mal dahin. Entwurzeln können wir den, glaube ich, immer noch, oder? Braucht er Licht? Steht nichts von Licht, oder? Basiserntechance 10%. Naja. Und da kommt er auch schon, ne? Krass, oder? Gut, der wächst auch so, wie es aussieht. Wie Körpertemperatur. 20,2 Grad. Ist es hier tatsächlich für das Ding zu kalt, oder wie sehe ich das tatsächlich? Okay, dann war das keine gute Idee. Aber vielleicht wächst es ja trotzdem. Es wird ja bestimmt auch hier bald wärmer. 22,9. Ach, hier ist es aber wärmer. Also wird es auch noch wärmer. Der war nur vorher kalt, ne? Denke ich mal. Kriegen wir hin. Gut. Ja. Wir haben viele Sachen, die noch gemacht werden müssen. Aber ich glaube, das wird auch keine Schwierigkeit sein. Müssen wir mal gucken. Die Forschung braucht noch ihre Zeit, bis die intelligente Batterie fertig ist. In der Zeit gucken wir zu, dass wir halt sehen, was da oben für ein Geysir ist. Und da unten müssen wir gucken, dass das Dingens fertig wird. Können wir das mal aufräumen? Und da muss noch entwurzelt werden. Okay, und da auch. Ja, wird werden. Ach, da kommt auch schon Lindsay. Und holt wahrscheinlich dann. Nee, die läuft weiter. Und macht was? Entwurzeln? Ja, sehr schön. Ja, jetzt wachsen sie, weil hier die Dingens sind, sag schon. Katharina holt jetzt den zweiten oder entwurzelt den zweiten, ne? Und aufräumen. Und dann räumen wir da auch noch auf und dann ist auch die Folge durch. Komm, mach. Weil die. Oh, jetzt geht sie weg. Läuft, wa? Okay, nicht schlimm, würde ich sagen. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video oder gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.